Herzlich willkommen auf dem Kanal von eurem Pokerface. Stirbt die Biene aus? Stirbt unsere geliebte Biene Maya in Anführungszeichen aus? Und welche Auswirkungen hat das auf uns, auf die Menschheit insgesamt? Ist die Menschheit gar vom Aussterben bedroht? Das möchte ich mit euch in diesem Video durchgehen. Anlass dazu ist, dass die EU-Kommission am letzten Freitag 3 Pflanzenschutzmittel verboten hat und dies damit begründet hat, dass sie eben gegen das Bienensterben vorgehen möchte. Ob das überhaupt so stimmt und was da dran ist, das möchte ich euch in diesem Video erklären. Ich selbst war 15 Jahre lang politisch aktiv, studiere jetzt Geografie mit einem ganz gewissen Biologieanteil dabei. Deswegen interessiert mich das Thema gleich in mehrfacher Hinsicht und wollte ich dieses Video dazu machen. Das Video wird so aufgebaut sein, dass wir uns nach einem kurzen Schnitt nochmal wiedersehen, ich die Zahlen und Fakten mit euch durchgehe und die aktuelle Situation um die Bienenbevölkerung, vor allem in Europa, aber auch in Deutschland und weltweit. Ja, die Quellen dazu findet ihr wie immer alle in der Videobeschreibung verlinkt. Danach möchte ich mit euch auf die Gründe eingehen. Warum gibt es die aktuelle Situation um die Biene? Wie sieht diese Situation aus? Beziehungsweise welche Gründe haben denn dazu geführt? Dann als nächsten Punkt das EU-Verbot. Spielt das überhaupt jetzt so eine große Rolle? Ist da so viel dran oder ist das gar nicht so der Hauptgrund, warum es zu einem Bienenrückgang kam? Kommt es überhaupt dazu? So, und dann als letzten Punkt die Auswirkungen auf den Menschen bzw. die Auswirkungen auf die Natur möchte ich mit euch auch einmal ganz kurz besprechen. Dann sehen wir uns in einem weiteren Schnitt hier nochmal in einem kurzen persönlichen Fazit von mir wieder. Also bleibt bis zum Ende dran, euer Pokerface. Kommen wir also zu den Zahlen und Fakten unserer Bienenpopulation, ja weltweit, vor allem aber EU-weit und auch deutschlandweit. Ganz kurz vorab, die Zahlen sind relativ schwer herauszufinden gewesen. Es gibt so viele verschiedenste Quellenangaben darüber und scheinbar weichen diese Statistiken auch sehr voneinander ab. Ich habe sie euch alle in der Videobeschreibung nochmal verlinkt, sodass ihr sie selber einfach nochmal nachschauen könnt, euch die Statistiken und auch verschiedenste Diagramme dazu ansehen könnt. Ich habe mich jetzt darauf beschränkt, euch die wesentlichen Tendenzen vor allem aufzuzeigen und die Zahlen, die ich am objektivsten empfand, herausgesucht. Mit der EU-weiten Bienenbevölkerung, und zwar reden wir immer vom Bienenvolk und wir reden nicht von der einzelnen Biene, das auch nochmal vorab. 1980 haben wir eine Bienenbevölkerung von 4 Millionen Bienenvölker EU-weit. 1990 sind es dann nur noch 3 Millionen Bienenvölker EU-weit. Und bis 2017, also dem aktuellen Zeitraum, sind es 2 Millionen Bienenvölker. Wir haben also insgesamt eine Tendenz, die sich zurückentwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, was die Bienenbevölkerung in der EU anbetrifft. Vor allem aber einen starken Rückgang zwischen 1980 und 1990 zu beobachten. Ja, von den 2 Millionen Bienenvölker EU-weit leben allein 700.000 in Deutschland. Ja, in Nordamerika sind die Zahlenverhältnisse sehr ähnlich, fast konstant wie in der EU. Also auch dort ist ein Rückgang der Bienenbevölkerung zu beobachten. Weltweit sieht das Ganze allerdings anders aus. Da ist es so, dass wir in Afrika zum Beispiel sogar einen leichten Zuwachs der Bienenbevölkerung erleben, in Asien ungefähr gleichbleibende Zahlen haben. Auch wenn das natürlich verschiedenste Arten von Bienen sind und so weiter, aber wir haben insgesamt weltweit gesehen keinen Rückgang der Bienenbevölkerung zu beobachten. Ja, dann kommen wir zu dem dritten Fakt auch. Die Biene ist neben dem Rind und dem Schwein das drittwichtigste Nutztier für uns Menschen weltweit. Ja. Kommen wir nun zu den Gründen, warum vor allem in den westlichen Industrieländern und in der EU wir eben diesen Rückgang der Bienenbevölkerungen zu beobachten haben. Da wäre als erstes einmal die Veroa-Milbe zu benennen. Die Veroa-Milbe ist eine Milbe, die 1970 aus Asien eingeschleppt wurde bzw. sich weltweit verbreitet hat, vor allem in den westlichen Industrieländern, eben in der EU und auch in Nordamerika. Ja, die hat dazu geführt, dass wir eben auch diesen starken Bienenbevölkerungsrückgang zwischen 1980 und 1990 zu verzeichnen haben. Das ist Punkt 1. Dann Punkt 2,
Die Imker, wir haben einfach einen Imkerrückgang, vor allen Dingen in den Jahrzehnten zwischen 1990 und ungefähr 2000 zu beobachten gehabt, wo eine Menge alte Imker in den Ruhestand getreten sind, beziehungsweise einfach ihr Hobby dann auch aufgegeben haben oder verstorben sind und wenig neue Imker insgesamt nachkommen. Die Situation halt in Deutschland vor allen Dingen nochmal verschärft worden, natürlich durch den Mauerfall und auch dadurch, dass der eiserne Vorhang in der EU insgesamt gefallen ist um die 90er Jahre herum und deswegen auch da dieser Zurückgang der Bienenbevölkerung. Ja, und dann natürlich ein dritter Punkt, ein auch wichtiger Punkt ist durchaus seit den etwa 2000er Jahren, dass wir Pflanzenschutzmittel, vor allem Pestizide einsetzen, die ja chemisch, sie sehr hoch chemisch sind, aber vor allem ist eben diese Varroamilbe zu benennen. Mit den Pflanzenschutzmitteln wären wir jetzt auch bei dem EU-Verbot. Die EU hat nun drei Pestizide, die besonders schädlich sein sollen, am letzten Freitag verboten. Das waren Pestizide, die vor allem das Nervensystem der Bienen angegriffen haben, diese teilweise gelähmt haben oder flugunfähig gemacht haben, wenn die Bienen über den Blütenstaub bis in ihre Bienenstöcke diese Pestizide mit verschleppt haben, haben sie dort das ganze Bienenvolk sogar teilweise infizieren können und die Bienen sind dann elendig wirklich gestorben in ihren Bienenstöcken. Es sind also drei sehr harte Pestizide gewesen. Das hat jetzt die EU verboten. Das hat sicherlich Auswirkungen und es ist ein positiver Schritt, aber wir haben eben gesehen, dass das alleine nicht der Hauptgrund nur ist, warum die Bienenbevölkerung, die Population in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen ist. Wir müssen da einmal auf die Landwirtschaft schauen, für die die Bienen eigentlich auch existenziell wichtig sind. In der Landwirtschaft ist es so, dass Bienen eben auch zur Bestäubung, zur natürlichen Bestäubung eine sehr wichtige Rolle beitragen und genutzt werden. Und wenn diese Bienen jetzt nicht mehr vorhanden sind, beziehungsweise allgemein diese Insekten, die dazu beitragen, nicht mehr vorhanden sind, dann tut sich die Landwirtschaft damit ja langfristig selber mehr Leid zufügen und mehr Kosten verursachen, wie wenn sie vielleicht kurzfristig einen etwas kleineren, geringeren Ertrag hat in der Landwirtschaft, dadurch, dass sie keine Pestizide weiter einsetzt oder nur geringfügig einsetzt. Das ist der erste Punkt. Also aus landwirtschaftlicher Sicht gesehen ist es auch durchaus ein sehr guter Schritt, dass diese Pestizide verboten wurden. Der zweite Punkt ist, dass wir seit 2013 in Deutschland überhaupt keinen Rückgang mehr der Bienenbevölkerung zu beobachten haben. Es ist so, dass seit 2013 die Zahlen veröffentlicht tatsächlich stabil sind in Deutschland und wir etwa sogar um 16.000 Bienenvölker einen leichten Zuwachs zu verzeichnen haben. Es spielt also kaum eine Rolle, aber wir haben auf jeden Fall stabile Zahlen der Bienenbevölkerung in Deutschland seit 2013 zu verzeichnen. Also ist dieses ganze aufgebauschte Ding, was in den letzten Jahren auch durch die Medien geht, von wegen unsere Biene stirbt aus und der Mensch würde dadurch aussterben, zumindest auf Deutschland gesehen überhaupt nicht so der Fall und auch, wie wir gerade gesehen haben, weltweit gar nicht der Fall. Aber was wären die Auswirkungen, wenn diese Insekten tatsächlich aussterben würden, wenn die Biene tatsächlich aussterben würde? Das würde als erstes dazu führen, dass wir weniger Blütepflanzen haben. Wenn wir deutlich weniger Blütepflanzen haben, hat das natürlich wiederum einen Einfluss auf die gesamte Vegetation weltweit und dies hat natürlich auch Einfluss auf das gesamte Tierreich, denn die Nahrungskette würde dadurch massiv und empfindlich gestört werden. Die Biene hat eine sehr große Biomasse in der Nahrungskette zu verzeichnen und stellt dort einen ganz wichtigen Faktor dar. Ja, und damit wären wir dann auch bei dem dritten Problem, die Nahrung für uns selber. Wir haben eben gerade von mir schon erfahren, es würde auch in der Landwirtschaft langfristig gesehen Probleme bereiten, da einfach ein natürliches Insekt fehlt, was zur natürlichen Bestäubung beitragen würde. Und damit würde auch für uns die Nahrungsproduktion deutlich aufwendiger werden bzw. schwieriger werden. So, also es hätte auch direkte Auswirkungen durchaus auf den Menschen. Das sind die Auswirkungen soweit, aber wir haben eben auch gesehen, dass die Zahlen in Wirklichkeit relativ stabil sind, beziehungsweise dass wir einen starken Rückgang der Bienenbevölkerung zu verzeichnen hatten, aber mittlerweile wieder zu einer gewissen Stabilität gekommen sind.
Kommen wir gleich zu einem Fazit, wo ich euch auch nochmal ein paar Fragen stellen möchte und eine persönliche Meinung ganz kurz dazu abgeben möchte. Wir sehen uns nach einem Schnitt nochmal wieder, euer Pokerface. Nun möchte ich noch ein persönliches Fazit ziehen und eine kurze Zusammenfassung euch nochmal geben. Ja, ich denke, diese Thematik mit den Bienen ist gar nicht so schlimm, denn wir haben weltweit doch gar kein richtiges Bienensterben zu verzeichnen, zumindest bei den weltweiten Zahlen. Wir haben auch innerhalb von Deutschland seit 2013 keinen Rückgang der Bienenbevölkerung mehr zu verzeichnen. Auch das ist ein positives Zeichen. Ich glaube also, in den Medien wurde in den letzten Jahren und Monaten da sehr viele sehr hoch geschrieben und zusammengeschrieben, was so im Kern überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. So. Fakt ist allerdings schon, dass in den westlichen Industrieländern, in der EU und in Nordamerika insgesamt die Bienenbevölkerung seit den 80er Jahren sich sehr stark zurückentwickelt hat, auch wenn sie jetzt wieder in stabilere Zahlen verfällt. So. Und das liegt natürlich sicherlich daran, wenn sich Industrieländer weiter nach vorne entwickeln, dass wir eine moderne Landwirtschaft haben, wo immer mehr Pestizide eingesetzt werden. Das liegt auch sicherlich daran, dass wir immer mehr Verdichtung von Räumen vorfinden. Das heißt, wir vernichten immer mehr Umwelt, wir vernichten immer mehr Pflanzen so, wir betonieren alles zu, wir versiegeln immer mehr Flächen so und das ist natürlich ein ganz großes Problem, dass wir einfach unsere Naturräume immer mehr schädigen, dass wir unsere Naturräume immer mehr vernichten und das ist der eigentliche Punkt, über den ich mal jeden zum Nachdenken anregen möchte. Gerade wenn wir jetzt wieder im Frühjahr, im Sommer uns befinden, dann ja, denkt das nächste Mal mal daran, wenn ihr Bienen, wenn ihr wieder mal Insekten um euch drumherum seht, was eigentlich dahinter steckt, wie wichtig diese Tiere eigentlich für uns Menschen auch insgesamt sind. Ich habe noch ein paar Fragen an euch. Wie ist es? Habt ihr in eurem persönlichen Umfeld, nehmt ihr es wahr, dass ihr da weniger Bienen, dass ihr weniger Insekten insgesamt wahrnehmt oder merkt ihr da gar keine Veränderung? Das würde mich mal sehr interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare unter dem Video. Waren euch die Fakten bekannt aus diesem Video schon? Kanntet ihr die Zahlen schon oder sind das für euch völlig neue Erkenntnisse gewesen? War also das Video für euch hilfreich? Auch das würde ich gern in den Kommentaren unter diesem Video lesen. Ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, über ein Abo natürlich auch. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Denkt an die Bienen, euer Pokerface.